Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der wird finden. Und die Tür wird geöffnet jedem, der anklopft. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Ich sage euch, sorgt euch nicht darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und etwas anzuziehen. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung, der Leib wichtiger als die Kleidung. Seht auf die Raben. Sie säen und sie ernten nicht, haben keinen Speicher und keine Scheune. Und Gott ernährt sie. Wie viel mehr wert seid ihr als die Vögel? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, warum sorgt ihr euch um das Übrige? Seht euch die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten und sie spinnen nicht. Doch selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel eher als das Gras wird er dann euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Stärke unseren Glauben. Wäre euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn, könntet ihr zu dem Maulbeerbaum sagen: Heb dich samt Wurzeln aus dem Boden und verpflanz dich ins Meer. Er würde gehorchen.